Ja, Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Und heute hört ihr zwei angeschlagene Podcaster, beide ein bisschen rotznass. Mein Name ist Colin Mark und ich freue mich, dass der Toni Seiler auch wieder dabei ist. Toni, Gude. Gude, Colin, du alter Rotznas. Ich war ja schon immer rotznass. Aber nee, sonst immer doch nur Rotzbengel, aber rotznass. Ja, genau. Der gute alte Rotzbengel. Richtige Lauser. Ich war schon immer ein Rotzbengel und neben Strohengel hat sie das natürlich dann gelohnt zu spielen. Genau. Gute da draußen. Heute mal hier am netten Freitagabend nach unserem Auswärtsdreier beim SC Paderborn. Da kommen wir sicherlich gleich drauf zu sprechen. Aber heute wollen wir euch natürlich gleich mal relativ früh mit unserem Podcast belohnen, weil, wie ihr euch alle denken könnt, unser Freund Colin Magenke ist natürlich schon wieder auf dem Weg in Urlaub. Der ist schon ein halbes Jahr im Urlaub im Jahr. Also, gut. Deswegen machen wir heute mal ein bisschen früher. Hör mal, ich kriege so viele graue Haare, weil ich mich immer mit dir rumschlagen muss. Da brauche ich Urlaub, sonst halte ich das überhaupt nicht aus. Du flüchtest doch nur vor dem deutschen Herbst und willst in deine brasilianische Sonne. Das ist richtig, das ist richtig. Aber der Hintergrund ist ja tatsächlich auch der, du hast ja recht, ich fliege nochmal nach Brasilien zu meinen Freunden. Da war ich ja Anfang des Jahres schon mal. Da wäre ich eigentlich Trauzeuge auf der Hochzeit gewesen, aber Corona hat mich ja dort erwischt, sodass das die Hälfte meines Urlaubs quasi flachgelegt hat und ich als Trauzeuge nicht auf die Hochzeit konnte, als einziger, für die ich um die halbe Welt geflogen bin. Und da war ich dann irgendwann 2-3 Tage, nachdem ich hier wieder zu Hause war. Ich konnte da noch nicht mal mehr richtig Tschüss sagen und so weiter, weil meine Freunde dann in ihre Flitterwochen geflogen sind und so und ich noch positiv war und man konnte sich noch nicht mal umarmen und nichts. Und dann habe ich mir gesagt, wisst ihr was, leckt mich doch alle am Buckel. Es ist mir scheißegal, das lasse ich nicht so stehen. Dafür reiße ich mir den Arsch auf hier bei der Arbeit. Ich buche mir wieder Flüge, ich habe sogar einen rechten Schnapper gemacht und jetzt ist es wieder soweit. Also mir ist das sehr wohl bewusst, dass das recht dekadent ist, zweimal im Jahr nach Brasilien zu fliegen. Aber dafür habe ich auch diverse Sparschweine geschlachtet und dafür arbeitet man, dass man hart und viel, dass man sich sowas auch mal leisten kann. Seitdem esse ich auch nur Zwieback und so Reis und Maiswaffeln. Das hast du dir absolut verdient. Die Frage ist dann nur, das muss ich nochmal abklären, ob das tatsächlich so schlimm war, dass du nicht der Trauzeuge warst, ob ein paar vielleicht auch ein bisschen durchgeatmet haben. Nee, tatsächlich war es dann so. Ich glaube, die Anekdote habe ich gar nicht erzählt gehabt, weil ich musste dann, ist halt so ein bisschen an der Ami-Kultur, sag ich mal, so ein bisschen ist das ähnlich. Da in Brasilien, das war riesig, ne? Über ein Wochenende in so einer Location, ganz wunderbar. Ah ja, und ich war, wie halt gesagt, wirklich der Einzige, der halt da traurig im Hotel gehockt hat und nicht kommen konnte. Aber immerhin zur Zeremonie hat mich mein einer Freund per Videocall angerufen, damit ich das dann da gucken konnte. Ich quasi im Schlafanzug zerknautscht mit Fieber und so weiter, habe dann da zugeguckt mit dem Tränchen im Knopfloch. Das hat mich wirklich alles berührt. Und auf einmal nimmt jemand das Handy, geht vorne zum Altar, und da waren ja auch, keine Ahnung, wie viel, 200-300 Gäste oder was. Und so viel Portugiesisch verstehe ich, dass der Priester auf einmal sagt, ja, und jetzt haben wir hier jemanden, der um die halbe Welt gekommen ist, hier Trauzeuge ist und nicht kommen konnte, Colin. Und dann dreht irgendwer das Handy um, dann bin ich quasi direkt vor Gustavo und Juliana, so heißen meine Freunde, und dann kann ich die sehen und die sehen mich quasi. Ey, das war ein krasser Moment. Da musste ich dann wirklich anfangen zu heulen. Dann hat es gereicht, ey. Du musst das praktisch per Video dein Ja einstimmen. Ja, oder? Den Daumen heben, oder? genau. Ich war ja gar nicht vorbereitet, so wie ich da, weißt du, wenn man halt krank ist, Alter, da bin ich da auf einmal quasi mitten zu sehen, aber naja. Der rechte Daumen ging hoch und in der Mitte und links war jeweils ein Corona, oder? Ja, genau, auf dem Daumen waren zwei Striche zu sehen. Du und das Bier sozusagen. Naja, gut, jedenfalls jetzt ein bisschen angeschlagen, habe ich gedacht, das passt ja, das ist ja perfekt, das scheint mich immer dann zu erwischen, aber jetzt ist kein Corona. So, jetzt haben wir die Anekdote hier mal abgehandelt und Toni, bei dir, ich meine, es geht ja gerade einfach rum,
Ich kenne viele, die gerade busy erkältet sind. Aber zumindest gilt das nicht für unsere Mannschaft, weil die hat mal richtig performt heute und richtig, richtig gekämpft und in einem unfassbaren Gigantenfight, will ich das mal nennen, 3 Punkte verdient mitgenommen aus Paderborn. Wir sind Zweiter. Was eine Leistung. 2:1 und Toni, schlechter hätte dieses Spiel ja gar nicht beginnen können. Nach 3 Minuten segelt da so ein langes Ding quasi Richtung unseres Strafraums. Und ja, eigentlich ist der Robert Leipertz gut bewacht von Zimmermann und Pfeiffer. Aber irgendwie kriegen die beides da wirklich nicht gebacken, da den wirklich zu stören. Der nimmt den Ball an, der Schuh kommt raus, aber auch nicht so, wie sagt man denn, mit Überzeugung, weil sonst hätte er wahrscheinlich auch umgemäht. Naja, und dann Bei spitzelt uns im er Schwäbischen sagt man halblebendig. halblebendig, so. Ah ja, und dann spitzelt der Leipertz den Ball da durch die Beine und steht 1-0. Scheiße. Also, ja, was geht da in der Mannschaft vor, wenn du in einem Spitzenspiel antrittst und nach 3 Minuten, wie sagst du immer, so ein Ei kassierst? Ja, das ist natürlich ein Start nach Maß, würde ich jetzt mal sagen, im negativen Sinne. Ich glaube, da waren noch ein paar in der Länderspielpause. Ja. Und so in ein Spiel reinzukommen, ist natürlich katastrophal. Und wenn es blöd läuft, kann dir das eben einen kompletten Stecker ziehen. Bin froh, dass wir im Prinzip ab der 10. Minute gefühlt dann aus der Länderspielpause rausgekommen sind. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn es ganz dumm läuft, dann kriegt man mit dem Elfmeter das zweite Ding und das zweite Ei, um bei meiner Worte zu bleiben. Und dann rennt man da hinterher und dann wird es ganz schwierig. Und wir kennen das noch aus dem, in Anführungszeichen, Spitzenspiel letztes Jahr zu Hause gegen HSV. Dann kann es halt auch mal ganz schnell gehen. Dann guckst du dich an und dann steht es vielleicht dann auch irgendwann mal 0-3 oder 0-4 oder noch schlimmer. Und dann war es das. Und da Ja. muss man sagen, so dämlich die erste Aktion war im Prinzip oder das erste Gegentor. So genial rettet uns Schuh dann, ja, zumindest hält er das 0-1 irgendwo fest, auch wenn sich's blöd anhört, aber hält er uns im Spiel mit einer Parade beim Elfmeter. Ich meine, der war jetzt auch nicht besonders gut geschossen, aber den Nachschuss, den hält er überragend und den muss man halt auch erstmal haben. Ja, und dann haben wir eben die Qualität, beziehungsweise sind dann wach geworden und machen eigentlich mit dem. Ja, mit dem geilen Tor, den Ausgleich. Also dieser Schuss, der zur Seite noch abgewehrt wird und dann die ja, No-Look-Flanke auf Verdacht vom Tobi. Eigentlich ja, eine total eklige Körperhaltung, in Anführungszeichen, die er da machen Ja, muss. ja. Aber eine überragende Flanke und das sieht man eben seine Technik und wie wichtig er für uns ist. Und wir haben es ja schon oft besprochen. Wurde immer oder wird immer auch viel, viel gemosert oft. Aber was er seit Jahren da auf dem Platz abliefert und mit was für einer Konstanz er uns da immer die Flanken und Eckbälle und Freistöße serviert. Ich komme ja gleich nochmal drauf. Beim zweiten Tor ist er auch wieder beteiligt. Ist schon klasse. Und ja, das sind eben die Unterschiedsspieler, die uns dieses Jahr eben bis jetzt helfen. Dann in solchen Momenten mit der Erfahrung dann wieder zurück ins Spiel zu finden. Und der Kopfball, ich meine, der ist nicht mehr ganz so schwer, aber ich habe auch schon einige gesehen, die den dann irgendwo zentral auf dem Torwart oder vorbeiköpfen. Ja, Ich genau. sage, Das wäre so ein man muss typisches Ding geschickiger. gewesen eigentlich, das komplett zentral auf den Torwart kommt, ne? Genau, Ja. deswegen, die Dinger müssen erstmal rein. Und ja, da ist Manu eben dieses Jahr auch da und macht einfach die Eier, die er kriegt, macht er meistens rein. Ja, mega. Also, ja, das ist ja heute wieder so ein blöder Freitagabendtermin für ein Auswärtsspiel gewesen. Gut, ich wäre wahrscheinlich heute auch so nicht hingefahren, eben wegen hier der körperlichen Verfassung. Aber deswegen habe ich es ja auch im Fernsehen geguckt. Und der Kommentator, der war ein riesiger Braden Manu-Fan und hat halt gemeint, ja, wenn der nicht mit Darmstadt in die Bundesliga aufsteigen sollte, dann werden wir ihn mit Sicherheit in den nächsten 1, 2 Jahren
mit einem anderen Verein in der Bundesliga sehen. Jetzt wir haben ja in der letzten Folge die These wieder eingeführt oder mal wieder ausgespielt, aber diesmal ist es ja weder eine These von dir noch von mir, sondern hier von dem Sky-Kollegen. Aber würdest du die unterstreichen oder unterschreiben? Also ich bin ja immer ein Freund von deinen Thesen und auch von vielen anderen Thesen, aber da bin ich nicht ganz dabei, muss ich zugeben. Also ich finde, er ist ein geiler Spieler. Er tut uns unfassbar gut. Er hat einen riesen Anteil im Prinzip an den 21 Punkten, die wir jetzt haben. Absolut. Aber ich finde, er ist eher ein Spieler, der eben hier in der Konstellation super funktioniert. Ich meine, er hat jetzt, ist in eine Position reingerutscht, die wahrscheinlich wenige jetzt auf dem Schirm hatten vor der Saison. Einfach aufgrund, weil wir keinen zweiten Stürmer, der jetzt von Anfang an neben Tietz passt. Also wir hätten Seidel, wird mit Sicherheit diese Saison vielleicht auch mal kommen. Aber was vom letzten Jahr so Luca Pfeiffer auch eben für den Spielaufbau mitgemacht hat, traue ich Aaron Seidel noch nicht ganz zu. Ich würde eher sagen, da haben wir halt eben zwei richtige Neuner, die da vorne eben bei Flanken oder gefüttert werden müssen mit Flanken. Und Manu ist eben der Spieler, der so diese Wege drumherum macht. Und das passt eben ideal. Nur sehe ich ihn, ich sehe ihn noch nicht bei einem anderen Bundesligisten, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde mir wünschen, dass wir es mit Darmstadt 98 packen dieses Jahr. Und da bin ich auch voller Hoffnung. Und das heißt sicher, sicher ist man sich nie, aber ich sehe uns da echt auf dem super Weg dahin. Und dann glaube ich, dass er eben mit dem Vertrauen, was er hier hat, mit dem Spielsystem, das er kennt, mit dem Trainer, der ihm eben auch das Vertrauen gibt, dann sehe ich ihn schon so weit, dass er die Bundesliga spielen kann und da auch mit Sicherheit für den einen oder anderen richtig eklig wird. Nur ich sehe ihn nicht so weit, dass er jetzt, egal in welcher Mannschaft, auf seiner Position funktioniert. Weil ich bin mir noch nicht 100% sicher, welches denn jetzt seine beste Position ist. Weil rein von seinen Anlagen her ist es für mich eher so ein Heller, so ein Außenspieler, der eben dann geschickt wird in die Gasse oder eben im 1 gegen 1, dann marschiert und durch Flanken schlägt. Aber auch da ist er eben noch nicht bei 100%. Er ist noch nicht reif oder er ist noch nicht ausgereift, sagen wir es mal so. Ich denke, über Außen fehlt ihm dann vielleicht so dieser letzte Kontakt bei Flanken oder bei Hereingaben. Das haben wir ja auch schon ab und zu dieses Jahr gesehen. Dann kommt das super über Außen durch an die Grundlinie und der Pass in die Mitte ist eben noch nicht ganz da, wo er ihn gern haben will. Und im Zentrum, wenn man ihn kennt, dann kann man das eben auch so ein bisschen absichern, wobei 100% in den Griff kriegt man ihn nie, weil ich einfach so ein Irrwisch, so ein nervender Spieler, der eben überall von hinten nochmal kommen kann oder mal zwischen den Füßen durchrennt. Nur ich sehe ihn eben nicht beim anderen Bundesligisten. Ich sehe ihn bei uns richtig stark eingebettet und ich hoffe, dass wir es packen, dann ist er ein Bundesligaspieler bei uns. Aber ich sehe ihn tatsächlich noch nicht irgendwo anders. Ich sage dir auch noch kurz ein Beispiel, warum oder mit wem ich das so ein bisschen vergleiche. Ich sehe es ähnlich wie mit Tim Skarke. Der hat bei uns super funktioniert und ist sein Weg da gegangen. Und klar sind diese Spieler interessant. Da brauchen wir nicht drüber reden. Der wird wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben können, vielleicht in der Bundesliga zu spielen, wenn wir es nicht schaffen. Nur eben muss man dann auch immer schauen, habe ich da eine Chance zu spielen, eine reelle Chance? Und da sehen wir eben bei Tim Skarke auch, ist ein klasse Spieler, aber eben dann in der Bundesliga kommen wieder andere Spieler. Und dann wird es meistens die Luft etwas dünner. Ja. Sorry. Kalle. Wir simulieren hier nicht. Gut. Nur nochmal, wenn du jetzt da deinen Husten raus hast. Der Toni hat seinen Hustensaft aber in der Red Bull-Dose. Genau, richtig. Deswegen rede ich auch so flüssig. Genau. Fliege jetzt auch gleich ins Wohnzimmer hoch, wenn wir hier fertig sind. Genau. Ja, du, ich wollte ja aber noch erwähnen. Ich muss dieses scheiß Wort auch noch erwähnen, Red Bull, hey. Ja,
Ja, Du schäm bist dich, schäm. ein Werbeschleicher, ey. Schäm Hey, dich. ich wollte noch kurz anfügen, ne, dass das hier falsch verstanden wird. Ich spreche ihm hier keine Bundesliga-Tauglichkeit ab, sondern ich sage einfach nur, dass er bei uns da sehr gut aufgehoben ist und für ihn der bessere Weg wäre, mit uns in die Bundesliga zu gehen, genauso wie für Tim Skarke der bessere Weg gewesen wäre, mit uns in die Bundesliga zu gehen. Darum geht es mir. Er hat es auf jeden Fall drauf. Nur eben ist es ein Unterschied, ob ich ein Bundesligaspieler in der ersten Elf bin oder in der ersten 16 und nicht im Bundesligakader zu sein. Ja, genau das. Jetzt hast du mir das quasi schon ein bisschen vorweggenommen, denn eben, ich wollte dir zustimmen und das nur genau unterstreichen, weil ich glaube, also die Anlagen haben eben sowohl der Braden als auch Tim Skarke. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten, aber eben, die haben beide, Manu jetzt ja zum Glück gerade und Skarke in der letzten Saison, haben bei uns halt einfach mega funktioniert, weil eben diese ganze Mannschaft einfach so ein funktionierendes Gefüge ist und sie da einen sehr, sehr wichtigen Teil einnehmen. Und das ist eben, wie du sagst, das soll ja nicht heißen, dass man nicht diesen berühmten Schritt wagen sollte, aber ich glaube, gerade für hier, Braden hat ja auch jetzt schon ein bisschen was erlebt, ne? Hat ja auch in der ersten Zeit hier bei uns, war das ja eher unglücklich, wie das gelaufen ist. Und von daher, ich glaube, der macht auch drei Kreuze, dass es jetzt einfach mal läuft, ne? Dass er gesund ist, dass er fit ist, dass er einen Trainer hat, der ihm vertraut, der ihn machen lässt im weitesten Sinne, der ihm ja auch wirklich die Freiheiten, ich glaube, wenn du den, ne, an die Kette legst, dann ist er auch nur halb so viel wert. Der muss ihn einfach irgendwo machen lassen. Und das resultiert jetzt einfach, dass er, glaube ich, ja heute schon sein viertes Tor geschossen hat, schon so viele wie in der ganzen letzten Saison. Und also wir wollen nicht den nächsten guten Mann verlieren. Deswegen, lieber Braden, bleib bitte bei uns. Ich glaube, da sind wir alle glücklich mit, weil ne, auch so, dass er sich jetzt so. Er ist ja auch so ein beliebter Spieler geworden, der sich irgendwie so ein Standing erarbeitet hat. Ne? Und ich glaube, wenn du schon durch viel Scheiße gegangen bist in deiner Karriere oder eben so einem krassen Auf und Ab, wo die Aufs nur so ganz, ganz kurz mal waren, ne? Und dann wieder viel ab und dann musst du wieder nach Halle gehen, ne? Damit er wieder mit Wind hierher zurückkommt und so. Also ich glaube, der weiß das schon zu schätzen, würde ich mal vermuten. Also wie gut es hier gerade läuft. Naja, und wie du sagst, falls wir es schaffen sollten, jo, dann sind hier auf einmal Leute Bundesligaspieler, die das vor kurzem vielleicht noch gar nicht so für möglich oder realistisch gehalten hätten, dass sie das so ohne weiteres schaffen. Aber eben ohne weiteres, so geht es sowieso nicht. Weil wirklich, was das für ein Kampf heute war, in der zweiten Halbzeit war es ja dann einfach so, dass Paderborn auch nochmal den Druck erhöht hat, die Intensität. Aber ich muss auch sagen, also ich habe irgendwie mit noch mehr, sagen wir mal, eindeutigeren Chancen gerechnet. Wirklich hundertprozentigen, die sie so gar nicht hatten. Wir hatten dann noch zwei Pfostentreffer durch Bader und Manu. Aber da, Toni, hatte ich zwischenzeitlich wieder mal die Angst. Ja. Wenn wir, ne, den Sack nicht zumachen, dass es uns so geht wie gegen Heidenheim oder Bielefeld, dass wir dann da später oder dass wir dann noch einen Ausgleich kassieren. Was aber dieses Mal zum Glück nicht eingetreten ist, weil, und da möchte ich dich auch mal nach deiner Meinung fragen, Patrick Pfeiffer hat heute sicherlich eins seiner schwächeren Spieler abgeliefert, was ja auch jedem Mal, was ja glaube ich auch natürlich ist, hat jeder Mal. Ja, hat einfach so ein paar Situationen gehabt, die man so gar nicht von ihm gewohnt ist. Irgendwie Unkonzentriertheiten oder Unzulänglichkeiten, kommt zu spät, tritt über den Ball, hinten dran wartet der Srebeni und so. Und ich habe zwischendrin echt gedacht, na, nimmt denn der Lieberknecht runter? Vielleicht auch, um ihn zu schützen an so einem Tag, ne? Du verlierst ja dann irgendwie dann auch dein Selbstvertrauen, wenn du da auf einmal drei, vier Fehler machst und dir denkst, was ist denn heute mit mir los eigentlich? Aber dann hinten raus, ich glaube in der 93. oder wann das war,
als die da nur noch die Bälle gefeuert haben in unseren Strafraum, da köpfte halt in höchster Not wieder einen weg, wo er wieder als Höchster in der Luft steht. Ich wette, da hat der Lieberknecht gedacht, so, genau dafür habe ich ihn draufgelassen. Ja, ich bin da bei dir. Also, ich habe es ähnlich gesehen. Es war jetzt nicht sein bestes Spiel, aber das steht auch wirklich jedem mal zu. Und was wir da gut gemacht haben, jetzt mal unabhängig von ihm, und du hast angesprochen, man hat dann immer so ein bisschen Bammel, dass irgendwie so kurz vor Schluss, wir kennen es ja irgendwie in beide Richtungen, kurz vor Schluss dann nochmal irgend so ein Ei da reinsegelt, weil eben der Druck höher wird. Aber was wir gut gemacht haben, wir haben es nicht auf die letzte Dreier- oder Fünferreihe ankommen lassen, sondern wir haben im Gesamten schon gut verteidigt und da nicht ganz so viel auch aufs Tor zugelassen. Das macht dann schon viel aus, wie wenn man da in den letzten 5 Minuten irgendwie nochmal 36 Flanken da quer durch den Strafraum fliegen lässt. Das war schon gut. Und ich meine, dann steht er hinten auch nochmal drin. Ich bin mir sicher, dass Thorsten Lieberknecht da nicht mal überlegt hat, ihn rauszunehmen. Weil eben klar war, dass der Druck höher wird und dann brauche ich so einen Turm da hinten. Also klar habe ich auf der Bank noch mehr, nur eben ist es gerade in einer Dreier- oder Viererkette oder dann Dreier- und Fünferkette in unserem Beispiel eben so, dass sich die Leute gegenseitig sehr viel Sicherheit nehmen und da irgendwas zu ändern, was vielleicht dann von der Zuordnung nicht mehr ganz so passt oder ja, von der Raumabdeckung nicht mehr so passt. Das ist auch ein Risiko, da irgendwas zu ändern. Und brauchen uns nichts vormachen. Er hatte heute etwas Schwierigkeiten eher mit den Füßen. Nur eben, wenn die langen Bälle kommen, mit dem Kopf, hast du kein Problem. Da springst du hoch und köpfst das Ding eher irgendwo hin, wo es nicht brennt. Beste Schädelst Fall. weg. Genau, du schädelst ihn weg und deswegen war das für mich die richtige Entscheidung und im Nachhinein auch, hätte ich es auch nicht wirklich so verstanden, wenn man da jetzt direkt irgendwie Nervenflattern kriegt und da was ändert. Da war es eher wichtig, dass man die Reihe davor austauscht, weil es eben dann auch immer viel Laufarbeit ist, die Wege zu machen, Druck nach vorne zu machen, trotz dass man irgendwo vielleicht hinten drin steht und die Leute anzulaufen. Das ist dann viel sinniger und das haben wir ja auch gemacht und das hat auch funktioniert. Klar kann immer so ein blödes Ding da reinsegeln, aber ich glaube, so unterm Strich war es jetzt nicht wirklich unverdient, dass wir da den Dreier mitgenommen haben. Klar, die Paderborner können sich auch ärgern, wenn 2-0 machen innerhalb von 8 Minuten, dann kann das Spiel auch schon in die andere Richtung gehen. So ist es nun mal in einem Spitzenspiel. Tagesform und ein paar Kleinigkeiten, die eben dann die Spiele entscheiden. Deswegen haben wir da zwei überragende Mannschaften gesehen. Bin mir auch sicher, dass beide bis zum Schluss da oben dabei bleiben. Bin ich mal gespannt. Paderborn hat jetzt zwei Niederlagen in Folge. Da müssen sie natürlich auch erstmal mit umgehen, wie sie da jetzt zurückkommen. Vielleicht haben wir auch ein bisschen das Quäntchen Glück auf der Seite gehabt, dass der Felix heute nicht dabei war. Der hätte uns mit Sicherheit auch nochmal wehtun können in den ein oder anderen Duellen. Dann haben wir eben einen Schuh hinten drin gehabt, der uns da den Arsch rettet, in Anführungszeichen, mit dem Elfer und dem Nachschuss. Also es sind so Kleinigkeiten, aber es ist ja auch Qualität, die die Spieler haben. Also ein Braden Manu macht den Kopfball ja auch nicht umsonst. Der läuft einfach überragend ein und hat das Selbstvertrauen und den Lauf gerade, dass er den dann halt reinköpft. Und über das zweite Tor haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Da segelt halt eigentlich ein Ball ins 16er, da hätte Dirk Schuster wahrscheinlich früher gesagt, da war schon ein bisschen Schnee drauf. Da war ich so ein bisschen untypisch für einen Tobi, weil ja, der ziemlich hoch war und nicht ganz so viel Zug hatte, wie wir es von ihm gewohnt sind. Aber auch da sind es wieder also zwei Verteidiger bei Yannick Müller, der sich dann da durchsetzt. Das ist erstens ein Tor des Willens eben. Und zweitens muss man den dann erstmal da hinten in die Ecke so reinköpfen in den Bogen. Überragende Aktion. Da ist halt jetzt auch im Nachhinein die Frage, wollt ihr den genau dahin rein haben oder wollt ihr einfach nur das Kopfball gewinnen und der segelt dann halt aufgrund der Ballkurve und sein Platz, wo er stand, eben dahin rein. Im Endeffekt ist es auch scheißegal, weil er setzt sich durch gegen zwei Gegenspieler und köpft das Ding da rein. Das ist für uns überragend, weil im ersten Moment rechnest du da nicht mit. Du denkst, der Ball, der segelt jetzt da hinten raus oder ein Abwehrspieler verlängert ihn vielleicht noch zum Eckball oder köpft ihn da Richtung Auslinie.
und dann fällt er ihm auf den Schädel und fällt hinten ins lange Eck. Und da muss ich auch immer beide Sichtweisen betrachten. Ich meine, wenn wir so ein Gegentor kriegen, dann fragen wir uns, was die zwei da eigentlich machen. Also dann kann ich auch keinen da hinstellen, wenn der eine das Kopfballduell gewinnt. Und aus unserer Sicht muss man eben sagen, war ein richtig tolles Tor. Und auch da wieder in Anführungszeichen, weil ich will jetzt nicht sagen, dass es Glück ist, sondern das ist die Qualität und der ausgeglichene Kader. Uns fehlt dann irgendwo ein Chasula, verletzungsbedingt. Dafür rutscht dann Yannick Müller rein und er macht dann das Tor. Ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist einfach eine unfassbare Luxussituation, dass wenn so ein Spieler wie Chasula fehlt, dann kommt Yannick Müller, der jetzt auch noch dieses Tor erzielt. Und ich finde das schön, wie du das beschrieben hast mit dieser, ja, mit dieser absoluten Willensleistung. Ne? Das stimmt, weil ich habe mir auch gedacht, okay, das mit dem Schnee drauf, ja, das stimmt. Aber so wie der da lange in der Luft war, habe ich auch gedacht, boah, das wird nichts. Vielleicht kriegen wir einen Eckball und gut ist. Und dann köpft er den. Und der ist ja auch noch nicht mal, ne, wie du gerade gesagt hast, der ist ja auch jetzt nicht irgendwie so ein Kopfball-Torpedo gewesen, sondern auch der. Aber der senkt sich dann perfekt ins lange Eck. Weißt du, als du das gerade beschrieben hast, ob das oder so ein bisschen in Frage gestellt hast, ob das jetzt so gewollt war, dass der da reinfliegt oder ob der vielleicht auch quasi nochmal als Kopfballpass Pass gedacht war. Ich habe gerade gestern vorm Einschlafen oder so, ne, wenn es einem nicht gut geht, da soll man ja irgendwie mal was Schönes gucken. Ich habe mir nochmal diesen 1-0, nicht alles war ja ein grausames Spiel, aber diesen 1-0-Sieg gegen die Eintracht in der zweiten Bundesliga-Saison angeguckt, als der Sandro dieses krumme Ding da reinmacht. Ey, das war glaube ich, so vielleicht ein bisschen genauso. Er wollte ihn auf jeden Fall in die Gefahrenzone bringen. Ob er ihn jetzt wirklich da hinten reinköpfen wollte, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Das ist aber, wie du sagst, vollkommen schnurzpiep egal. Mich freut es für den Yannick Müller so ungemein. Das hat er sich so verdient, dieses Tor und dieses Erfolgserlebnis. Ja, ich will es jetzt nicht schon wieder erwähnen, aber die Flanke vom Sandro, die da damals zufällig hinten reingefallen ist, kann man, glaube ich, auch nicht ganz mit dem Tor vergleichen. Nee, unterm Strich ist auch egal, ob das gewollt war oder nicht. Er war drin. Nur eins ist auch sicher, der geht nur so rein. Ja. Also egal, was du aus der Position machst, der Kopfball geht nur so rein. Ja. Es gibt keinen anderen Weg. Und ob du dann querköpfen willst oder nicht, oder ob du einfach die Augen zumachst und der fällt dir irgendwie auf den Schädel und nimmt dann diese Kurve. Ich kenne das ja noch von mir damals. Ich war auch nie der überragende Kopfballspieler, aber trotzdem einige Kopfballtore gemacht. Man hält halt einfach ab und zu mal den Schädel hin und dann hat man eben das Glück des Tüchtigen und trifft die richtige Flugkurve. War das in Duisburg damals? War das doch auch ein Kopfballtor, gell? Aber das war aber sowas von gewollt. Also der war Weltklasse. Der war gewollt? Ja, habe ich mir auch schon ein paar Mal angeguckt, weil eben wir damals ja auch Eckbälle oder vor allem lange Einwürfe dann eben durch einen Aitaç Dodo oder Benny Gorka eben am 5-Meter-Eck verlängert haben. Und da bin ich eigentlich jedes Mal auf Verdacht eben reingelaufen. Hatte jetzt nie den Riecher wie der Dodo, aber ab und zu findet halt auch mal ein blindes Korn eine Ende, sagt man bei uns manchmal so schön. Und in dem Fall habe ich genau den richtigen Laufweg genommen. Ja. Und dann war es auch nicht mehr so schwer. Oder es war nicht so weit weg vom Tor. Das war aber eh ein geiles Spiel. Das war eh mega. Da hat ja eh alles funktioniert. Das war echt super. Super. Das stimmt. Super Auftritt. Gut, damals habt ihr, glaube ich, ja auch in Orange gespielt. Heute auch. Also ich glaube, das war das erste Mal jetzt in den orangenen neuen Trikots. Und kann man schon machen. Also ich glaube, diejenigen, die oder die an diesen Orange, wie soll man denn sagen, an dieses Gute oben in Orange denken, die haben heute auch wieder ein bisschen Nahrung bekommen. Toni, was ich dich noch fragen wollte, weil jetzt, wenn man da am Fernsehen guckt, ne, dann sieht man, oder war es jetzt heute auch wieder so, dass vorm Spiel wirklich die Kamera mal voll nahe auf den Mannschaftskreis vorm Spiel geschwenkt ist. Und der Schuh gibt da ja immer alles. Ne? Das sieht man ja schon aus der Entfernung im Stadion. Aber das war cool, da auch nochmal so nahe zu sehen.
Ich glaube, ich habe dich das schon mal gefragt, aber ja, ich meine, aus deiner eigenen Erfahrung, was kannst du mir so schwer vorstellen, ne? Das ist natürlich immer individuell, wer das dann auch sagt, aber was sind so, was waren bei dir immer die Reden da im Kreis, die dich noch am meisten angestachelt haben? War das so von wegen, dass man noch mal kurz auf die Trainingswoche zurückblickt, da die Situation, wenn es da was gegeben hat oder irgendeine Beobachtung hier im Stadion, da hängt Banner XY, wenn so, ne, als Beispiel, die machen wir heute platt oder wie können wir uns das vorstellen? Nee, wir haben damals hat iTouch das ja übernommen. Und der Ja, hat da sich hast du ja eigentlich. schon häufiger gesagt, dass der das sehr Ja, gut konnte, ne? Dass er euch der hat immer an der Ehre gepackt eigentlich hat oft. immer sich was Schönes überlegt. Für mich war entscheidend eben, dass er das sagt, weil er auch die nötige Stimme und die nötige Lautstärke und die richtigen Worte gefunden hat. Ich kann jetzt tatsächlich. Ja, wahrscheinlich nicht ein Beispiel nennen, was er da genau gesagt hat. Aber allein dieses Gefühl, wenn du dich in den Armen hast, wenn du einen hast, der eben diese Lautstärke hat, diese Motivation schon in der Stimme. Und das muss von einem Spieler kommen, der eben das auch verkörpert. Und das war der iTouch und das ist der Schuh. Die hauen sich da in alles rein, was sich bewegt. Also muss genau so ein Spieler auch die Reden halten. Und die haben eben beide ein vernünftiges Organ und alles andere erledigt der Spirit in der Mannschaft. Also allein diese Formation im Kreis und du siehst die anderen Augen leuchten und jeder hört zu und du merkst, wie bei jedem der Blutdruck steigt. Das reicht schon. Und da brauchst du halt eine intakte Mannschaft dazu und halt, wie gesagt, den richtigen Kerl, der das dann sagt. Jetzt unterhalten wir uns natürlich nach dem Spiel. Darf man nicht vergessen. Wahrscheinlich haben die einen oder anderen nach 8 Minuten gedacht, da hätte ich heute im Kreis was anderes gesagt, dass die Jungs auch mal von Anfang an wach sind. Also das ist immer in der Interpretationssache. Also nach dem Spiel hört sich das immer leicht an und genau die richtigen Worte gefunden und. Das ist das Gleiche, wenn du in der Halbzeit da 2-0 hinblickst und irgendwie noch 3-2 gewinnst, dann hat der Trainer eben die richtigen Worte gefunden. Ja. Ja, es ist einfach auch eine Geschichte, die Mannschaft, man sieht es einfach, die hält zusammen, die haben Bock zusammen, die verstehen sich. Da stimmt einfach ziemlich viel. Und die Rede ist im Prinzip die Feder, die dann am Fuß den letzten Lacher voll rauskitzelt. Ja. Und dementsprechend kommt es manchmal nicht mal auf die Worte an, sondern tatsächlich nur, dass ich eben in meinem Team zusammenstehe und in den Augen des Funkelns sehe und weiß, dass jeder bereit ist, jetzt alles zu investieren. Und Ja. zwar von der ersten bis zur letzten Minute, auch wenn die ersten 8 was schief geht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, wie das auf jeden Fall weitergeht. Wir gucken nachher natürlich auf das Spiel in Düsseldorf. Ja, da ist jetzt ja schon angeklungen, werde ich nicht da sein. Da werdet ihr mal auf mich verzichten müssen bei dem Heimspiel. Da wird dann der Rafa auch die Aufstellung mal wieder machen. Hat mich da ja schon häufiger vertreten. Und genau, und gegen Gladbach, den Pokal, da bin ich beruflich nicht da. Also ich werde leider die nächsten beiden Heimspiele bin ich leider nicht da. Aber gut, das passiert mal. Werde aber natürlich aus der Ferne die Daumen drücken und es auch, also das DFB-Pokalspiel auf jeden Fall. Düsseldorf muss ich mal sehen, ob ich das in Brasilien irgendwie sehen kann. Aber im Ticker werde ich es auf jeden Fall verfolgen, beziehungsweise im Fernradio. Gut. Dann, Im Toni. Podcast können wir ja auch noch sagen, dass wir natürlich versuchen, die brasilianische Nacht möglich zu machen. Genau, wir gucken mal, ob wir Ja. das irgendwie hinkriegen. Das können wir natürlich noch nicht versprechen, aber wir schauen mal, halten euch da jedenfalls auf dem Laufenden natürlich, falls wir was machen können. Live aus Brasilien. Du in Genau, das wäre doch. Brasilien, du in Brasilien und ich mit dem Caipirinha in meinem Keller. Jawohl, bitte. Genau. Ja, wir müssten eigentlich mal, Toni, das müssen wir eigentlich mal machen. Wir müssten eigentlich mal so eine Spezialfolge machen, wenn wir irgendwie, also das können wir doch hier mal sagen.
falls wir aufsteigen sollten, ja, dann sagen wir, wir nehmen mal eine Folge auf, wo wir uns dabei richtig einen reindengeln. Das sagen wir jetzt. Du willst doch bloß Internas hören von damals. Ja, ich kann ja auch mal ein paar Internas erzählen. Anderen Anekdoten. Motto-Party. Wenn wir aufsteigen, machen wir einen Motto-Podcast. Ja, Mallorca oder was? Das Motto ist zwischen Lever und Milz passt immer Pilz. Und das so richtig genial produzieren, weißt du, so eine professionelle Stimme. Oder die Stimme von, ich weiß nicht, von The Rock oder so, weißt du? Den engagieren, dass der das sagt. Genau. Müssen nur überlegen, wer die Leber und wer die Milz spielt. Ja. fragen wir Sandro mal. Ja, genau. Sandro und Dodo. Ja, auf jeden Fall. Das wär's doch. Also, dann schauen wir mal. Also, allein deswegen will ich noch mehr, dass wir es schaffen. Das wäre extrem lustig. Ach so, was ich auch noch sagen wollte, ich wurde jetzt auch schon mehrfach gefragt, ob wir mal wieder einen Lilienliebe-Live-Abend planen. Da können wir sagen, natürlich, da haben wir schon drüber nachgedacht, dass wir das vielleicht, ja, quasi so, wenn die Hinrunde sozusagen rum ist, ne, dass wir das vielleicht quasi mal so als Jahresabschluss angehen wollen. Das ist in unseren Köpfen. Können wir aber noch nichts Genaues sagen, aber wir haben beide Lust. Jetzt geht es eben darum, ob wir einen Termin finden, das ist es ja. Unsere Terminkalender sind natürlich meist recht voll, aber das wollten wir euch zumindest mal sagen. Wir haben es im Hinterkopf, haben da Bock drauf und wenn es was zu vermelden gibt, ob es jetzt wieder in der 41 ist oder vielleicht woanders, dann halten wir euch schön auf dem Laufenden natürlich und weil beim letzten Mal Tony Ace war so geil, es hat so viel Spaß gemacht, also war überragend. Also wenn wir das so als Jahresabschluss hinkriegen würden, glaube ich, wäre schon gut. Doch, wir lassen uns was einfallen. Genau. So, dann würde ich sagen, damit wir hier mal weiter im Text kommen, ich habe einen Kultkicker rausgesucht. Collins Kultkicker. Bin ich mal gespannt, ey, was du da rausgezaubert hast. Ja, und zwar, den hatte ich schon beim letzten Mal, war ich mir schon sicher, dass ich den nehmen möchte. Und ja, das ist jemand, der wirklich in der Bundesliga, auch wieder ein Jüngerer, sagen wir mal, ja, auch wieder einer, der in den Nullerjahren und auch ein bisschen danach noch seine Spuren hinterlassen hat in der Bundesliga. Und ja, ein wirklich, wirklich super Spieler war. Also ich habe mir den total gerne angeguckt. Mittelfeldspieler, kommt aus Ungarn. Und das grenzt jetzt ja zumindest schon ein bisschen ein. Und ja, war wirklich so ein Achter, ein Zehner. Ich glaube, zum Schluss hat er auch mal als Sechser dann gespielt. Und ja, war wirklich, gerade in seiner Anfangszeit war er wirklich ein echter Zehner. Hat wirklich viele Tore erzielt, viele Vorlagen. War wirklich, stand für eine super erfolgreiche Zeit seines Vereins. Weil er hat in Deutschland für Hannover 96 gespielt. Und dann hinten raus nochmal für Eintracht Frankfurt. Ja, aber war Teil dieser Mannschaft, die verloren hat, als der Sandro das Ding da reingeschweißt hat. Ah, weißt du es schon? Ja, ich glaube, ich weiß es. Also ich habe kurz überlegt am Anfang, als du angefangen hast mit Ungarn und Mittelfeld, guter Zocker, dachte ich an Christian Listesch. Ja, geiler Typ, aber der war mehr Abwehr, ne? Der war nicht, aber ich glaube, das war der Huschti, oder? Ja, hast schon. Sabolcs Huschti. Ich finde den überragend. Und zwar, ich hatte früher da war ich ja dann auch noch, ne, in der Schule teilweise und hatte mit meinen Kumpels Communio gespielt. Das kennst du auch noch, ne? Ja. Genau. Und da hatte ich den und der hat mir immer so viele Punkte gebracht. Ja, und Toni, diese Statistiken von dem, also
Was schätzt du denn? Er hat 100, er hat 154, nee, warte mal, stimmt nicht. Er hat 162 Bundesligaspiele. Und jetzt schätzt mal, wie viele Tore und wie viele Vorlagen der gemacht hat. Boah, ich hatte den jetzt gar nicht so als Torjäger. Also ich habe ein, zwei Tore sogar im Kopf von ihm. Aber ich hätte jetzt gesagt, den 100, 162? 162 Bundesliga. 162 Spiele. Und als, ne, wie gesagt, der hat wirklich als Zehner, so ich glaube bei der Eintracht war er schon so ein bisschen defensiver vielleicht. Ja, ich hätte ihn jetzt irgendwo bei 20 Tore und 50 Vorlagen gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also da sind deutlich mehr Tore, ein bisschen weniger Vorlagen. Also ich sag's einfach, es sind bei 162 Bundesligaspielen 39 Tore und 40 Vorlagen. Boah. Das ist brutal. Das ist jedes zweite Spiel eine Torbeteiligung. Ja, Wahnsinn. Ja, und für Hannover ist die Quote sogar noch besser, weil ne, der hat ja auch mit den Europa League gespielt. Ne? Und das war ja diese gute Hannover-Zeit noch. Und der hat für Hannover 154 Spiele, 43 Tore, 43 Vorlagen. Also das ist stark. Bombastisch, ja. Der Typ, ne? Also, ja, diese Eintracht-Zeit, die vergessen wir mal, da war er ja auch nur eine Saison, die auch nicht so erfolgreich war im Nachhinein. Der ist jetzt 39, ja, und hat 51 Länderspiele für Ungarn, 7 Tore. Ja, und der ist, ach so, der stimmt, der ist jetzt Trainer, und zwar in dieser Stadt, wo die Würstchen herkommen, Debrecen. Der gute alte Debreziner. Der gute alte Debreziner. Immer eine Lösung für den Kater. Ja, und das als letztes noch zum Huschti. Der hat gegen die Bayern mal bei einem Heimspiel für Hannover ein wunderbares Freistoßtor geschossen. 1-0 ist es ausgegangen. Und ich glaube, das war 2-8 oder so, meine ich. Oder 2-8. 2-7, sowas. Da war, glaube ich, Michael Rensing im Tor und der ist vergeblich geflogen. Der Rensing, auch ein Kultkicker. Geil. Der fliegt heute noch. Den, boah, mit dem, der hätte auch viel zu erzählen, der Michael Rensing. Den absolut. Den müsste man, ja, muss ich mal überlegen, wie ich den mal kontaktieren kann. Das wäre geil, wenn der hier mal mit dabei wäre. Ich glaube, der brutal viel zu erzählen, der Mann. Der ewige Kahn-Nachfolger, ne? Das kann nur einer toppen, Lothar Matthäus. Ja. Lothar Matthäus. Genau, aber ich glaube, bevor der hier auftaucht, da wird er lieber nochmal Werbung für einen vierten Wettanbieter und so weiter machen. Also. Genau, die Wahrscheinlichkeit, dass er noch viermal heiratet, ist auf jeden Fall deutlich größer. Genau. Und ich glaube, es noch nicht mal übertrieben. Gut, Toni, dann schauen wir mal auf unser Spiel gegen Düsseldorf. Die müssen ja erstmal noch ran gegen Bielefeld. Da glaube ich aber, dass die gewinnen, dass sie das schaffen werden. Ja, und wenn wir mal davon ausgehen würden, dann hätten die 17 Punkte und wären uns weiterhin auf den Fersen. Ja, ich würde hier sagen, Toni, wir tippen natürlich hin raus und machen jetzt mal Ding, Ding, Ding unseren kleinen Werbeblock, weil unser Partner Neobet hat auch schon die Quoten für dieses Spiel. Und da habe ich eben schon mal geguckt. Und die sehen uns. Wenn ich hier recht, jetzt ist es gerade weg, Moment, da möchte ich mal gucken. So, genau. Die sehen uns als klaren Favoriten, Toni. Aktuell ist das eine 1,9er-Quote für uns. Unentschieden 3,8 und Düsseldorfer Sieg eine 3,5er-Quote. Was sagst du dazu? Zu den Quoten oder zum Spiel? Nee, erstmal zu den Quoten. Nee, ich sehe mich da bestätigt. Ich sehe uns da auch als Favorit, vor allem zu Hause am Böllenfalltor und vor allem mit, glaube ich, jetzt 9 Spielen in Folge ohne Niederlage. Ja. Da, der beste Saisonstart seit 35 Jahren.
Ja, da muss uns erstmal einer in die Quere kommen, der da mithalten kann. Ich seh die Quoten berechtigt, wenn ich ehrlich bin, auch wenn man immer natürlich bedenken muss, wenn ich mich recht erinnere, haben wir letztes Jahr beide Spiele verloren gegen Düsseldorf. Das Hinspiel zu Hause, glaube ich, 1-3 und dort 2-1. Ja. Und von dem her ist es natürlich keine Laufkundschaft. Also die haben auch mit Hyundai einen guten Trainer. Jetzt muss man mal schauen, wie sie da gegen Bielefeld zurechtkommen. Wenn sie gewinnen, sind es in Anführungszeichen 4 Punkte, dann können sie richtig nah an uns rankommen, wenn sie das Spiel gewinnen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, wenn die das Ding nicht gewinnen, sind es dann 7 Punkte am Wochenende und dann könnten es 10 Punkte dann die Woche drauf sein. Und dann sind die ja irgendwie schon gefühlt fast weg. Also es ist spannend. Aber ich finde, dass die 1,90 wurde da sehr vernünftig. Ja, 1,9 für uns. Und ey, also du erstaunst mich auch immer wieder mit deinem Gedächtnis, ne? Dass tatsächlich 1:3 das Heimspiel gegen die gewesen im Dezember. Ich glaube, das war das noch, wo wir über den Hennings gesprochen haben. War das nicht Genau das? richtig. Genau Genau. richtig. Und du dann meintest, hätten wir doch mal unsere Schnauze gehalten. Ja, Hennings, genau. 1:0 und 2:0 Hennings. Ja, richtig. Nee, der hat ein schönes Pfund im Fuß und das hat er da bewiesen. Ja, genau, stimmt. Ja. Nee, also da bin ich immer wieder erstaunt, dass du das noch so weißt. Da bin ich bei sowas bin ich also nicht so gut wie du. Voll gut, ja. Ja, und ihr könnt euch nach wie vor bei Neobet anmelden mit unserem Code. Also als Neukunde könnt ihr euch da anmelden mit unserem Code Liebe10. Liebe das Wort und die 10 die Zahl. Und dann kriegt ihr 10 Euro quasi zum Verwetten. Kumpel von mir hat heute direkt die 10 Euro auf Sieg Darmstadt und Sieg HSV gesetzt. Und direkt aus den 10 Euro, ich glaube, irgendwie 28 oder sowas gemacht. Also. Ja, 28 war ja schon unsere Quote. 2,80, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder waren es 38? Ich weiß nicht mehr genau. Moment. Das reicht auch nicht. Er hat ein paar Euro mehr gemacht. Er hat. Ja, es war eine 2,78er-Quote und der HSV hatte eine 2,04. Ah, nee, er hat 5 Euro nur gesetzt. Er hat es aufgeteilt. Genau, er hat 5 Euro gesetzt und dann 28 rausbekommen. Also, ja, hat sich direkt schon mal gelohnt. Hat sich direkt schon mal gelohnt. Ja, eben, ich hatte, du hast ja reden. Das wäre ja komisch gewesen. Ja, also, dann, wenn ihr Lust habt, macht das doch. Aber natürlich auch jetzt weisen wir noch mal drauf hin. Bitte, wenn ihr Suchtmenschen seid, gell, lasst das mit dem Wetten lieber bleiben. Beziehungsweise in unseren Shownotes werde ich auch nochmal die Telefonnummer oder habe ich dann, wenn ihr es hört, schon gepostet, bei der man sich Hilfe suchen kann, wenn man merkt, scheiße, ich komme von dem Glücksspiel nicht mehr runter. Das wollen wir nicht. Das unterstreichen wir hier natürlich nochmal. Sehr gut, dann kann ich meine Belehrung hier sparen, aber Colin hat absolut recht. Reißt euch am Riemen. Genau, wie wir schon beim letzten Mal gesagt haben, wir wollen nicht dafür verantwortlich sein, dass ihr Haus und Hof verwettet. Bitte nicht. Also, dann wird es uns aber freuen, wenn ihr den Code nutzt. Und damit war es dann hier Ding, 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 auch Werbung Ende. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel und bin sehr gespannt, Toni, was du jetzt genau tippst. Weil ich bin deiner Meinung, oder ich glaube, ich habe das hier ja auch schon häufiger gesagt, ich bin der Meinung, dass der Tune ein super Trainer ist und ich glaube, der passt dann nach Düsseldorf sehr gut hin und ich glaube, die werden bis zum Schluss, werden die oben dabei bleiben und da ein großes Wort mitspielen oder ein großes Wort mitreden, vielmehr, um den Aufstieg und ja, Toni, ich überlasse dir den ersten Tipp. Bin gespannt, was du sagst. Ja, wie gesagt, ich sehe uns eben in dem Heimspiel vorne. Man kann jetzt so flach daherreden. Wir haben da noch eine Rechnung offen. Das ist aber meistens nie eine gute Rechnung, weil zu sehr in die Vergangenheit gehen bringt eben auch nichts, sondern einfach nur die Gegenwart und den Lauf, den wir haben, mitnehmen. Deswegen glaube ich, dass wir das Spiel zu Hause gewinnen.
Ich habe selber auch keine so guten Erfahrungen mit Düsseldorf. Wir haben damals auch in der Zweitligasaison, als wir den Aufstieg geschafft haben, auch beide Spiele gegen Düsseldorf verloren. Das war die einzige Mannschaft. Also die sind schon eklig und mit dem Trainer, die haben eine gute Spielanlage. Ich sehe sie aber trotzdem, wie gesagt, nicht so konstant wie wir und sage, wir gewinnen zu Hause 3-1. Wow, das finde ich einen sehr guten Tipp. Ich gehe aber ein bisschen konservativer ran als du, weil, also steht ja außer Frage, dass ich mir einen Sieg wünsche, aber ich halte die für wirklich sehr, sehr stark. Und wie du sagst, für mich sind die so ein Gegner, boah, die tun uns irgendwie immer weh. Wir haben jetzt auch schon seit vier Spiele in Folge haben wir gegen die verloren, unglaublich. Und ich glaube, als ersten Schritt werden wir unentschieden. Nur einen Punkt gegen die holen, weil es ein harter Kampf wird. Aber ich lasse mich sehr, sehr gerne überraschen bzw. korrigieren. Ich sage, das geht 2-2 aus, Kalle. 2-2. 2-2. Ja, vielleicht war das ja jetzt gegen Paderborn recht. Da war ich ja mit meinem 1-1 unentschieden. War ich daneben und du hattest den Auswärtssieg auf dem Schirm. Jetzt drehen wir den Spieß einfach rum. Ja. Jetzt liegst du halt falsch mit deinem Unentschieden und ich habe recht. So können wir verbleiben. Also, gut, wunderbar. Dann, ihr Lieben, macht's gut. Wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz, ob wir das hinkriegen, ob wir jetzt hier quasi ein Brasilien-Special aufnehmen. Das werden wir mal sehen. Aber wir werden euch da bei Instagram auf dem Laufenden halten oder bei Facebook und ansonsten hören wir uns dann nach dem Spiel gegen den KSC wieder, auf jeden Fall. Und genau, habt eine schöne Zeit bis dahin. Feuert gut ohne mich an beim Heimspiel gegen Düsseldorf. Macht das so schön mit dem Rafa, wie wir es gewohnt sind mit der Aufstellung. Und dann, Toni, wünsche ich dir auch noch gute Besserung. Merci. Ich wünsche euch allen ein schönes, langes Wochenende. Viel Spaß beim Heimspiel nächste Woche. Colin, dir viel Spaß in Brasilien. Für alle, die auch so einen halbvollen Rüssel wie wir haben, einfach mal in die Tasse Kamillentee reinhängen. Aber am besten erst, wenn er ein bisschen abgekühlt ist. Sonst sehen wir aus wie ein Alkoholiker. Ich habe schon gedacht, wir sollen der halbvolle Rüssel in die Freundin hängen. Kann auch helfen, weiß ich nicht. Müsst ihr ausprobieren. Aber am besten in die eigene Freundin, wenn es geht. Und jetzt passt der Spruch ja wunderbar. Düsseldorf. Rüsselsdorf. Düsseldorf.